Wir befinden uns gerade in so einer Übergangsphase von der klassischen massenmedialen industriellen Informationsgesellschaft hin zu einer vernetzten Informationsgesellschaft. Ganz herzlich willkommen zur Telegrafen-Lounge. Im Kern geht es heute um die Frage, wie wir Wahrheit und Falschinformationen im Netz auseinanderhalten können. Ich würde mal mit der These reingehen, Wahrheit ist nirgendwo zu finden. Also oder es ist schwierig, die Wahrheit zu finden und schwierig, die Wahrheit zu beweisen. Viele Leute wollen einfach schnell etwas rauspusten, ob es über Twitter oder sowas ist. Aber dann muss man inhaltlich prüfen, stimmt das, was sie dort sagen? Weil das ist das, was ich als Journalist bieten kann, ist einfach meinen Mehrwert zu prüfen mit meiner eigenen Name. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Nachrichtenmagazin im ZDF schaue, dann weiß ich, das ist das ZDF und dann muss ich jetzt nicht mir noch Gedanken machen, stimmt das jetzt, muss ich das noch googeln, muss ich das irgendwie noch nachschauen, muss ich das recherchieren, ob das, was ich da gesehen habe, stimmt. Also über die Marke und über die Institution, die dahinter steht, entsteht Vertrauen. Ich glaube, was die neuen Medien ja zeigen, ist, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder auch die alten Marken sich nicht mehr als die Götter in Weiß, so wie die Ärzte, ne, hinstellen und die Wahrheit für sich gepachtet haben. Wenn ich das Internet benutze, habe ich eine Vielzahl an Quellen, die mir zur Verfügung stehen, wenn ich mich informieren möchte. Und dann kann ich auch noch in die Foren reingehen oder kann auch noch auf Twitter dann über die Hashtags und so weiter schauen. Und das sehr dazu führt, dass, wenn man das will, sich sehr gut informieren kann und sehr viel besser informieren kann als vor 15, 20 Jahren, wenn man da die Süddeutsche oder nur die FAZ abonniert hat. Ich sehe die sozialen Medien eher als einen Bereich, nicht wo es Nachrichten gibt, sondern wo es Öffentlichkeitsmeldungen gibt. Es ist im Grunde ein PR-Bereich. Ja, ich habe zum Beispiel mal hier ein schönes Beispiel mitgebracht, vielleicht kennen Sie das. Es zeigt einen irakischen Soldaten, umrahmt von, also wenn Sie die Mitte angucken, von zwei US-Soldaten. Es gab aber in der Berichterstattung eine Reduzierung auf dieses Bild und auch auf dieses Bild. Das sind zwei komplett unterschiedliche Aussagen des gleichen Bildes. Sie werden überrascht, wie viele Medien ihre Leser über Facebook bekommen. Wir kriegen nur noch einzelne Sendungen oder Artikel verlinkt von unseren Freunden, Bekannten oder über andere Wege. Ja. Also da gibt es eine Entbündelung zwischen denen, die Inhalte machen und denen, die sie quasi verbreiten. Der Zeitdruck ist natürlich groß im Internet und es verbreitet sich sehr schnell. Dann auch eine Falschmeldung, die ganz schwer wieder zurückzuholen ist. Aber für mich ändert sich nicht, wenn Sie eine Twitter-Meldung rausschicken und ich etwas schreiben will, ich rufe den trotzdem an. Ne?